Heute dreht sich alles um das Klebeband. Keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht wegschalten, die Sendung wird nicht langweilig, denn aus Klebeband kann man auch Kunst machen. Und genau das macht die Klebebande, das Tape Art Kollektiv aus Berlin. Und die treffen wir jetzt hier und mal sehen, vielleicht können sie mir ja zeigen, oh Gott, wie man daraus jetzt was Schönes hinbekommt. Hallo, ich bin der Bruno. Hi, ich bin Kolja. Und ich bin Bodo. Zusammen sind wir drei, die Klebebande, founded 2010. Wir sind die drei Gründer der Klebebande, uns gibt es seit ca. 10 Jahren und haben zusammen Installationen gemacht und sind relativ schnell in so ein Auftragsarbeiten hineingekommen. Und heutzutage machen wir halt Fassaden und Raumgestaltungen und sind eigentlich von temporären Installationen hingekommen zu permanenten Installationen, und das, ja, was uns sehr, sehr gut gefällt. Wir haben halt auch mit ganz unterschiedlichen Materialien gearbeitet. Also wir haben wirklich angefangen mit einem klassischen Gewebeband. Mhm. Also so auch, dass man halt auch gut reißen kann. Also so einfach, und das ist halt so für die schnelle Praxis total gut. Aber das ist halt nicht ganz so langlebig, besonders wenn man auf Häuserfassaden geht oder sowas, geht es überhaupt nicht. Und da haben wir halt auch schon also viel jetzt angefangen zu kombinieren, also zum Beispiel mit Sprühdose oder mit Farbe, oder wir haben jetzt auch also so Tapes aus Japan, das sind halt so Papiertapes, wenn man die übereinander legt, dann entstehen tatsächlich so Farbverläufe, oder es entstehen, also die Farben mischen sich. Also das Exploren mit den unterschiedlichen Materialien ist total spannend. Das hat uns auch nochmal eigentlich ziemlich weitergebracht so in den letzten Jahren. Halt einmal dieses klassische Gaffer, und da gibt es halt eine geringe Farbpalette, weil das halt eigentlich für die Industrie hergestellt wird. Für Kunst ist da, stellen die halt wenig her. Es gibt halt im künstlerischen Bereich nichts, was man an Tape findet. Also es gibt ein paar Sachen so, ja, für Basteleien. Was man aber extrem viel findet auf dem Markt, ist Werbetechnik, ja, oder die Sachen, die halt von der Industrie hergestellt worden sind. Und die sind halt extrem haltbar. Mhm. Ja, man muss sich halt nur wissen, wie man sich zuschnellt und da irgendwie sich reinnörden und recherchieren, was kann man jetzt für welche Fassade benutzen. Das ist so ein bisschen projektbasiertes Lernen, was wir halt auch machen. Bei den Fassaden arbeiten wir halt bei den Farbflächen immer mit den Sprühdosen. Das hält halt ziemlich lange, weil man halt einfach großflächig nicht die Folie aufkleben sollte. Das hält nicht gut. Und die Konturen kleben wir immer mit einer Fassadenfolie, die man dann halt richtig da reinarbeitet in die Struktur. Dann hält es auch 5 bis 10 Jahre. Ich habe auch gelesen, dass ihr Tape-Mapping macht. Wollt ihr mal erklären, was das ist? Oder macht ihr das noch? Tape-Mapping ist einfach ein Mapping-Prozess. Ist ja relativ bekannt, also so eine Visualisierung, was man jetzt von so Häuserfassaden kennt. Und dann, sowas kannst du halt auch auf einem Kunstwerk machen. Und dann belebst du auf einmal das Kunstwerk und dann hat man da irgendwelche geometrischen Formen drin. Das sieht mega cool aus, aber das ist halt nichts, was man so schnell irgendwo hinstellt und wieder aufbaut und wieder abbaut. Ne? Das ist mehr für Veranstaltungen oder so, um so einen Wow-Effekt zu kreieren. Es gibt die Charlie Sheen Bar, wenn es die noch gibt. Ja, doch, die gibt es noch, genau. Ja. Da haben wir eine dauerhafte Installation. Ah. Also ja. Da haben wir sozusagen so abstrakte Objekte, und die sind dann durch das
Mapping so zum Leben erweckt. Was habt ihr denn vorher gemacht, vor der Klebebande? Ich habe erst Graffiti viel gemacht, also immer was Kreatives, Street-Art-Zeugs, bis ich dann so um 2010 Kolja kennengelernt habe. Bodo kannte ich schon ziemlich lange. Wir hatten auch dann kurzzeitig mal ein Grafikbüro zusammen. Genau, Anfang 20 habe ich mich angefangen, halt mit Grafikdesign sehr auseinanderzusetzen und sehr viel auch mit Vektor-Art. Und Tape-Art ist halt schon so ein bisschen so die analoge Antwort darauf. Gradlinige, mit Flächen arbeiten, diese Farben, alles ein bisschen reduziert. Das macht es halt irgendwie auch aus, mit sehr wenig Mitteln, wie ein paar Linienstärken und ein paar Farben irgendwie tolle figurative Bilder zu erstellen. Ja, meine gestalterische Leidenschaft hat sich als erstes auch im Graffiti ausgedrückt. Ich habe dann Kommunikationsdesign studiert und wie Bruno auch schon gesagt hat, wir hatten dann zusammen ein paar Jahre lang ein Grafikbüro und das ist dann halt in die Klebebande übergegangen, mehr oder weniger. Also ich hatte mal so eine sehr, sehr riesengroße Leidenschaft für Kunst, also habe viel gemalt und bin so ein bisschen auch aus der Bar 25 Party-Szene gekommen, habe auch selber viele Partys organisiert und dabei Clubs gestaltet. Und da bin ich eigentlich so wirklich zum Tapen gekommen, weil das halt irgendwie nochmal ein anderes Material ist, wo man Clubs gut mitgestalten kann. Besser als Sprühdose, das stinkt, und ich fand halt auch mal diese Gradlinigkeit und die Machbarkeiten vom Tapen sehr, sehr interessant. Ich habe es damals auch, glaube ich, das erste Mal für einen Club benutzt. Da habe ich auch so eine Anfrage gehabt, eine Party zu gestalten, und habe mir einfach gedacht, okay, ich nehme jetzt mal Gafferband und klebe da irgendwelche Pfeile an die Wand irgendwie oder Blitze. Und da gab es den Begriff für mich noch gar nicht. Also ich weiß noch, ich habe bei den MTV Music Awards in Berlin gearbeitet und da habe ich einen der erfolgreichsten, bekanntesten Tape-Art-Künstler getroffen. Und der hat da so auf dem Boden was getaped und ich habe mich angesprochen, wollte es halt für eine meiner Partys haben. Und dann haben wir das auch zusammen gemacht. Der hat mich halt inspiriert und mir ein paar Sachen auch gezeigt. Und den gibt es auch heute noch, Buff, das heißt der. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen. So, ja. Berlin ist auf jeden Fall auch Tape-Art-Mekka, kann man sagen. Es gibt nirgend keine Stadt auf der Welt, wo so viel Tape-Art passiert. Wir arbeiten ja also weltweit. Wir haben schon in Amerika, in Russland und in unterschiedlichen anderen Ländern gearbeitet. Und das ist halt das Schöne, dass man immer wieder hierher zurückkommen kann. Und wir machen auch einiges in Berlin immer wieder. Und ist auf jeden Fall eine Stadt mit sehr, sehr viel Freiheit.